Kinder selbst an den Rand des Aussterbens. Die wenigen, die übrig geblieben waren, schlossen sich den Reihen von du weißt schon wem an und verübten während seiner Schreckensherrschaft einige der bestialischsten Bastlaute an Muggeln. Vielleicht hat sie gehört, wie er es am Ballabend Madame Maxime erzählt hat, sagte Hermine. Dann hätten wir sie draußen im Garten sehen müssen, sagte Ron. Mal wieder was auf, lange nicht gesehen. Und zwar ist es Winterzeit, wir müssen uns irgendwie nach drinnen verziehen, weil die Lacke sonst nicht trocknen. Wir haben hier die Sitzkonsole und die Sitzkonsole war teilweise ganz schön fertig. Die waren an den Seiten so durchgerostet, da wo die Aufnahmen vom Anschnallgurt sind. Jetzt haben wir hier noch diese unförmigen Löcher und die kommen daher, wir hatten ja die Klimaanlage verbaut und weil die Klimaanlage so eine große Konsole hatte, konnten die Lautsprecher vom Radio nicht an den ursprünglichen Platz verbleiben. Deswegen hat irgendjemand hier mal diese unförmigen Löcher reingeschnitten. Sieht man ja auch, dass die irgendwie nicht so ganz... Auf jeden Fall haben wir uns neue Aluplatten angefertigt. Und die kommen jetzt ziemlich genau so darauf. Sieht fast original aus. Und das wird jetzt noch gelöchert und dann vernietet, bevor es zum Lackierer geht. Ja, dafür habe ich die Löcher schon angezeichnet. Die Sitzbox ist an den Ecken gestrahlt, da wo Korrosion stark war oder wo man so Versalzungen gesehen hat, haben wir die abgestrahlt mit Glas. Dann haben wir den Rest mit Exzenterschleifer geschliffen und jetzt schon zweimal grundiert, glaube ich. Als nächstes muss es nur noch einmal final mit 400er Körnung abgeschliffen werden, bevor es zum Lackierer geht. Genau. Jetzt kommen hier noch die Löcher vorher rein. Das ist ein Automatikkörner, den habe ich mir geliehen. Weiter geht's. Die Bleche sind getrocknet. Wir mussten noch in jedes Loch so ein bisschen Farbe reinschmieren. Auf jeden Fall kann man die jetzt darauf nieten. Der Witz ist, wir haben noch nie genietet. Wir wissen überhaupt nicht, wie das geht. Ich glaube, es ist schön. Du brauchst es jetzt gar nicht erst auszupacken. Die anderen kommen gleich zum Abendessen. Ich will euch sofort unten sehen, sagte sie. Den neuen Vertrauensschülern Ron und Harry. Während der ganzen Ferien nicht in so guter Stimmung gesehen. Cool. Heute gibt's kein Abendessen am Tisch, habe ich mir gedacht, sondern eine kleine Party, verkündete Party. Ron Hermine, von dem ich schon ewig um einen Gefallen bitte. Könnte ich mit einem Blick öffnen, falls es etwas wirklich Bösartiges ist? Kein Problem, Molly. Molly strahlenblaues Auge schwenkte nach oben und starrte unverwandt durch die Küchendecke. Salon, Molly. Thank you.
jetzt setzen wir die Sitzbox wieder zusammen. Da die aus Alu ist und die Batteriekästen darunter aus Stahl, wollten wir was zur Kontaktkorrosion-Vermeidung dazwischen tun. Da haben wir so ein ISO-Band, und das ist jetzt dünner, was wir gerade genommen haben, aber im Endeffekt das gleiche, irgend so ein PU-Schaum, wasserdicht, selbstklebend. Den haben wir jetzt auf alle Flächen, wo Kontakt zwischen Sitzbox und Batteriefach ist, haben wir das dazwischen geklebt. Der Sitzbox angekommen. Die haben wir schon wieder zusammengesetzt, das heißt diese Kästen, Batteriekasten auf der Fahrerseite und der Staukasten auf der anderen Seite sind wieder drunter genietet. Was jetzt noch fehlt, wir haben hier schon einmal gespachtelt, vor allem auch hier hinten die Ecken. Da war aber noch mal ein zweites Mal drüber gespachtelt, weil auch da ziemlich viel an den Ecken einfach verbraucht war durch Strahlen und durch Alukorrosion. Und deswegen haben wir da nochmal drüber gespachtelt, das habe ich jetzt nochmal runtergeschliffen. Das wird jetzt wieder überlackiert und was hier noch fehlt, ganz wichtig ist, die Nieten zu lackieren, weil die Nieten haben wir ja mit Overtrolöl gefüllt und genau, da kommt jetzt auch noch eine Schicht Farbe drüber. Los geht's! Zusammen. Kurze aktuelle Aufnahme, weil wir leider vergessen haben, die fertige Sitzbox aufzunehmen. Tada! So sieht sie aktuell aus. Wir haben jetzt die Aluteile grundiert mit dem Branto Nitro Fest und die anderen Teile mit dem schwarzen Branto 3 in 1. Die Stahlteile quasi von der Sitzbox, diese Batteriefächer. Und haben das alles vernietet, das habt ihr ja gerade gesehen. Alle Teile, die in diesem Branto Nitro Fest lackiert sind, also die Aluteile, werden nachher in Wagenfarbe sein und die Sitzkisten, also die Batteriefächer, werden abgeklebt und bleiben nachher schwarz. Genau. Jo, zeige ich euch mal, ne?